Hallo Kinofreunde, heute zu einem neuen Trailer und zwar dem Alien Covenant Official Trailer HD von 20th Century Fox. Der ist jetzt ja ganz frisch rausgekommen und ich habe ihn einmal komplett durchlaufen lassen, einmal grob angeschaut und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen ins Detail. Ja, heute ist ja der 1. März und es dauert wie gesagt nicht mehr allzu lang, denn im Mai ist er dann im Kino. Ein bisschen warten muss man natürlich schon noch, aber es ist nicht mehr zu lang hin. Und ja, mein zukünftiges Ich wird dann sagen, ja, jetzt gehen wir schon ins Kino. Oder jetzt waren wir schon drin und geben das Fazit. Irgendwie so. Ja, von euch möchte ich gerne mal wissen, in den Kommentaren schreibt mal direkt rein, ob ihr euch auch so sehr auf den Film freut und natürlich auch, ob ihr mehr die, ja, diese mythische Richtung sehen wollt im Kinofilm oder einfach doch nur mehr Alien-Vernichtungskampf, ja. Mir gefallen natürlich beide Seiten, aber dieses mystische, dieser Hintergrund, ja, dieses ganze Erschaffen, so dieses Spektrum ist, finde ich, meines Erachtens viel, viel interessanter, weil in den ganzen anderen Alien-Filmen ist das eher geringfügig betrachtet worden. Und da es schon so viele Filme gab mit Alien, die das eben nicht gemacht haben, dann sollte es jetzt eben mal mehr kommen. Denn es soll ja nach Alien Covenant nochmal einen anderen Teil geben, der das wirklich komplett abschließt. Aber wie gesagt, da müssen wir noch einige Jahre warten. Jetzt steht erstmal der im Haus. So, dann schauen wir mal direkt. Und gehen das mal hier mit durch. Das ist der offizielle Trailer. Und ja, das ist jetzt ähnlich wie bei dem letzten, wo halt gesagt wurde, ja, ihr habt euch alle so geopfert, einen weiten Weg für die neue Kolonisation genommen. Und ja, wollt jetzt eben den Planeten neu besiedeln. All sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. Ja, und hier sehen wir ja eben auch, dass das hier ein Kolonisationsschiff ist und ja eben kein Rettungsschiff, kein Kriegsschiff ist und ja, ich denke mal, dementsprechend ist auch die Bewaffnung oder der Schutzmechanismus niedrig gehalten. Weil alle natürlich denken, das Paradies steht vor der Tür, ja. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work. And your courage. We're making history here. Ja, wir schreiben hier Geschichte. Und ja, es sind jetzt hier natürlich einige interessante Fakten, die man hier natürlich auch mit heraushören kann. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Ja, da muss ja wohl jemand da gewesen sein, der das Ganze hier angepflanzt hat und ja, immer dafür gesorgt hat, dass man was zum Ernten hat. Und es kommen entweder natürlich nur die Ingenieure in Frage, also die Konstrukteure, ja, oder dann eben Shaw und David. Es wäre natürlich cool, wenn man Shaw natürlich auch mal echt nochmal sehen sollte, nicht bloß in Rückblenden, aber ich denke mal, das meiste wird gezeigt in Rückblenden. Und ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie sie das machen. Who planted it? You hear that? What? Also die Bilder, muss ich sagen, sind echt fantastisch. Und ja, in dieser Einspure, was wir gerade gesehen haben, die zertreten wurde, gibt es ja immer diesen kleinen Partikelstaub. Und da ist immer eine Spuren mit drin,
So konnte man es bis jetzt jedenfalls immer erkennen. Nothing. No birds. No animals. Nothing. Wow, was für eine Weitsicht. Ja, da kann man das kaum glauben, dass sie das bei uns auf unserem Planeten gefilmt haben. Manchmal denkt man, sie sind wirklich woanders hingereist, um solche Bilder zu bekommen. Oder haben das eben sehr gut nachgebildet, aber das sieht wirklich fantastisch aus. Und ja, jeder, der dann ein gewisses filmisches Auge entwickelt hat, der schätzt es natürlich, wenn es echt ist und nicht CGI-lastig hergestellt ist. Thing. From Ridley Scott. Ja, und hier, das ist natürlich auch sehr interessant. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt sehen wir es nochmal ein bisschen genauer. Also es ist auf jeden Fall hoch gelandet. Und das ist natürlich das Schiff, mit dem Shaw und David losgeflogen sind von Prometheus. Und ja, das ist natürlich mega interessant. Werden wir auch was zu sehen bekommen in der Zeit des Fluges von dem Planeten hierher ins angebliche Paradies, was ja eigentlich eine Hölle ist, nur von außen so schön aussieht. Oder ja, wird man einfach hier beginnen. The Path to Paradise. So, und hier sind sie dann reingegangen. Hier kann man das von rechts gut sehen, der Eingangsbereich. Und ja, alles scheint schon... Ich nehme jetzt mal an, dass es das Schiff ist. Könnte natürlich auch was anderes sein, aber das wirkt vom Schnitt her so. Man muss ja mit den Schnitten immer in den Trailern aufpassen, dass es dann im echten Kinofilm, wenn man dann im Super-Sessel drin sitzt, dass es dann doch ein wenig anders ist. Und dann sagt man, ach, das war die Stelle. Ach, das war beim Trailer anders. Puh. Naja, ist ja meistens so. Dass man hier jedenfalls gut sehen kann, dass hier alles ja schon sehr begrünt ist. Und die Trupps scheinen ja schon gut zu untersuchen. What happened here? Wasser fließt, hat man gerade gesehen. Und jetzt sind sie in so einem Durchgang. Es kann natürlich jetzt wieder in so einem Gebäude sein oder immer noch im Schiff drin. Denn man sieht ja auch hier, links ist schon ein Space Jockey-Konstrukteur Schutzanzug und rechts sind auch noch drei Stück, soweit man das sehen kann. Und apropos sehen, was mich natürlich auch immer interessiert, wie sehen die Konstrukteure? Man hätte ja auch in Prometheus mal zeigen können, wenn er diese Maske aufsetzt und sich in seinen Stuhl reinsetzt, dass man mal sieht, wie sieht er eigentlich die Welt, wenn er diese Maske auf hat. Sind da irgendwelche Anzeigen, die irgendwelche Informationen verraten, dass David zum Beispiel, gut, vorher hat er ihn natürlich noch nicht angehabt, aber das wäre mal interessant gewesen, ob er dann sieht, dass David eine Maschine ist, synthetisch hergestellt und dass alle anderen biologisch sind. Das wäre schon mal interessant gewesen. So, und hier ist eben die Szene, das wurde schon mal gezeigt. Mann, was für eine Taschenlampe. dass das von Sean sein soll. Ich glaube aber immer noch nicht, seit Beginn an, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass das nicht Seans Dog-Tag ist. Ja. Denn sie hat sich ja zuletzt wieder das Kreuz geholt wegen ihrem Glaube. Das muss irgendjemand anders gehört haben. Vielleicht war nochmal eine andere Truppe da. Oder wir wissen ja nicht, was in den ganzen Jahren passiert ist. Ob es schon mal eine Mission gab. Das spielt ja... Ich lese immer mal wieder 10 Jahre und mal 20 Jahre Unterschied. Das werden wir dann nur im Kinofilm rausbekommen. Aber ich glaube nicht, dass das Seans Dogtag ist. Begins. Und hier bei den Eiern, was ich mich auch immer frage, wie lang leben die Aliens oder die Eier? Selbst wenn die in so einem Schlaf sind, die müssen ja irgendwoher irgendwie Energie bekommen, um am Leben zu bleiben, aktiv zu werden, falls sich
so ein dummer Mensch dahin verirrt oder sagt, schau doch mal rein, da ist doch bestimmt was Gutes für dich drin. Ja. Wie lange leben die? Ja? Wann sterben die? Wann? Ja, das sind alles so Fragen. Naja, wäre schön, wenn die irgendwann mal geklärt werden, dass man sagt, ah, ja, nur so kann es gehen. Ja, und hier sieht man ja auch bei der Szene, das gab es schon mal in einem anderen Trailer, dass der Synthet, jetzt habe ich vor Schreck vergessen, wie der andere David heißt. Ja, ihr wisst ja, wen ich meine. Und er ja eben so schaut, jetzt geht das auf. Und mir kommt es an so einer Stelle hiermit vor, als wüsste er eben auch schon genau, was eben passiert, ja, wenn man reinschaut. Und was natürlich extrem interessant für mich ist, kommt mir gerade der Gedanke auf, Mann, wie heißt er denn? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie der nicht David heißt. Ich komme nicht drauf jetzt. Und wenn er reinschaut, dann wäre die Frage, würde der Facehacker ihn auch angreifen? Wird es dann ein mechanisches Alien werden? Oder würde das gar nicht funktionieren? Und es würde gar nicht rausspringen, sondern nur bei biologischen Wesen? Das wäre schon mal sehr interessant. Ja, Fragen über neue Fragen. In Hell. Ja, wir müssen durch die Hölle gehen, um ins Paradies zu kommen. Und das will uns der Film damit zeigen. Nur durch den Tod finden wir Erlösung. Ja, irgendwie sowas. Ja, that's the big question. Was ist passiert oder was passiert? Diesen Mai werden wir es erfahren. Diesen Mai. So, und hier sieht man den Typen, bei dem es dann im Rücken losgeht. Das heißt, wir haben in vorigen Trailern gesehen, wie es schon weiterentwickelt war, wo man schon diese Rückenknochen gesehen hat. Jetzt sieht man hier, wie es ihm schlecht wird. Und er sieht auch schon so, ja, so bläulich aus. Ganz fahl. Jetzt muss ich doch nochmal kurz zurück. Ja. Hier sieht man eben, wie es dann beginnt. Und in einem vorigen Trailer hat man ja gesehen, dass dann noch links und rechts sich die Knochenbereiche ausweiten und entwickeln. Und das Bild ist dann hier schon wieder die Zukunft, wo das Vieh wahrscheinlich schon direkt sich aus dem Rücken rausschneidet. Und das hier ist auch sehr interessant, wie als würde er sich hier aufstützen oder auf dem Rücken liegen, alles so ein bisschen verdreht. Hier ist jetzt natürlich die Frage, sind jetzt hier mehrere von den Sporen infiziert worden? Und ja, sind die dann, also offenbar hat hier irgendwie eine Art Metamorphose eingesetzt, eine Verwandlung. Aber die scheinen irgendwie alle tot zu sein, irgendwie. Sind die wahrscheinlich dran gestorben oder? Ja, gut, den Sprung war zu dunkel. Hier sieht man aber schon dieses neue Alien. Und hier, das ist zwar mega unscharf, also egal an welcher Sekunde man es anhält, es ist immer unscharf, weil es selber in der Bewegung ist. Man sieht hier halt, wie gesagt, den länglicheren Hinterkopf und vorne so das Gesicht so seitlich geht so in die optische Richtung von dem neuen Alien aus Prometheus 1. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es wirklich mehrere Varianten gibt. Also es wird ja gesagt, man hat jetzt den Neomorph, den Protomorph, den Xenomorph und wie die anderen Morphe alle heißen, ja. Aber es wäre natürlich cool zu sehen, wenn man eine Variante hat, wo man wirklich sieht, wie sie sich entwickelt, ja.
so die Arme, die Beine, die Kopfform und ja, und wie es dann eben schwarz wird, oder soll ja auch eins sein, was transparent ist. Und ja, ich bin sehr, sehr mal gespannt. Ich hatte vor kurzem mal ein Video gesehen, wo wirklich von dem gesamten Universum, also wirklich, es wurde alles mit einbezogen, was es für Alien-Varianten gibt. Das ist wirklich endlos. Ich finde manches natürlich absurd, ja, wo ich sage, das passt ja überhaupt nicht, das ist zu weit draußen. Aber selbst die Kerninneren gibt es schon ein paar andere Varianten, die schon irgendwie besonders sind, aber die klassischen Typen-Varianten gefallen mir dann doch am besten, weil sie auch am interessantesten sind. Und ja, wollen wir einfach mal schauen. So, ja. Hier ist auch jemand gestorben. Sie sehen auch irgendwie verbrannt aus. Irgendwie ganz seltsam. Ja, und anhand der Ehering würde ich mal sagen, das ist ein Paar. Kann ich nicht sagen, wer es ist. Das ist bestimmt der Tralala. Und das ist hier Hopsasa. Oder umgekehrt. Ach, das sind die zwei Typen. Ah, alles klar. Okay, da ist der andere dann gestorben. Der ist noch übrig. Okay. So, das Bild, das kennen wir schon aus dem anderen Trailer. Wo sie schießt, genau. Aber hier ist auch wieder gut geschnitten. Ja, sie schießt nicht und das Schiff explodiert. Also, Achtung. Und jetzt kommt auch eine ganz interessante Aussage. Dass sie jetzt sagt, to start our new life. Ja, all das, um ein neues Leben zu beginnen. Also hier an der Stelle im Film wird klar, dass sie erkennt, wir sind nur hier, um ein neues Leben zu beginnen, durch uns. Denn wären wir nicht hier, würde dieses Leben nicht existieren. Ja, und schon mit dem ersten Facehugger waren sie schon alle dem Tode geweiht. So, und hier sieht man eben, da kam jetzt auch nochmal die Theorie auf, dass das Dr. Elisabeth Shaw ist, mit der Signalwaffe nehme ich jetzt mal an, und nicht, dass das David ist. Das könnte natürlich auch möglich sein, dass wir sie dann so nochmal in echt treffen, trotz der Rückblenden, die mit Sicherheit kommen werden. Könnte natürlich auch David sein. Aber Shaw, auch eine gute Chance, dass sie es ist. So, und hier, das ist auch ganz interessant, das habe ich erst am Anfang gar nicht richtig sehen können, weil ich das ganz normal angeschaut habe. Hier sieht man, wie gesagt, unten, dass Shaw oder David hier lang rennt zu dem, ja, zu diesem Dom hier, ja. Und man sieht überall, ja, also, ich glaube nicht, dass das eigentlich Menschen sind, denn dann müssten ja sehr, sehr viele schon hier gewesen sein. Oder es ist eine andere Zeitebene, wo dann die Kolonisation schon über viele, viele Jahre geht, über viele Dekaden. Und man sieht hier wirklich ganz hinten so Pfeiler, andere Wohnkomplexe. Und man sieht aber immer Konstrukteure, ja, die hier in einer betenden, bescheidenen Stellung hocken, drumherum um diese Kuppel, um diese Pyramide verteilt, und hinten sind so Pfeiler. Also das sieht schon mehr wie so ein Stadtgebilde aus, aber dass diese Wesen, ich glaube nicht, dass das Aliens sind an sich, sondern ja, dass die scheinbar irgendwas zum Opfer gefallen sind, und Shaw oder David laufen hier so ganz stolz geradeaus.
kann natürlich sein, dass das echte Bewohner sind, ja, und die dann einfach irgendwie mutieren, denn irgendwas scheint sie dahin zu raffen. Sehr, sehr interessant. So, und hier sieht man wieder einen Facehugger, der aber irgendwie, ja, das war einfach viel zu schnell. Moment, ich versuche noch mal kurz hinzugehen. Ja, hier kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Viel größer, viel schlanker. Und ja, hier sieht man es nochmal. Sieht schon irgendwie anders aus. Also fast wie so ein Skorpion. Also mega interessant. Wie gesagt, es ist irre schnell. Also das so scharf festzuhalten, das ist fast unmöglich. Vielleicht mit einem Spezialprogramm. Aber ich habe keins. So. Dann hier nochmal eine Schleusenöffnung. So, hier oben sehen wir ein ausgewachsenes Alien. Das wird wohl das Proto-morphe Alien sein. Moment, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja, er guckt jetzt nach oben und sieht es schon. Und hier, das ist auch mega interessant, dass man hier auf dem Bild sieht, wenn ihr euch mal umschaut, das ist wie so eine. Ja, der Boden ist hier mit so Waben ausgestattet und hier sind an der Wand überall, ja, Schädelscans von den Konstrukteuren. Meine Güte, was ist hier los mit dem Deutsch? Dann hier nochmal Gesamtbild, Körpergröße. Hier auch nochmal ein 3D-Scan, Außen- und Innenseite. Und hier haben sie irgendwie einen gefunden. Die Sache ist, ist das jetzt ein Mensch, der sich entwickelt hat, irgendwie durch die Spuren, oder ist das ein echter Konstrukteur, den sie hier aufgeschnitten haben? Also man muss wirklich nochmal im Detail nachschauen. Und das ist echt mega interessant. So, okay. Ja, der kommt jetzt hier runter. Und hier sieht man eben auch nochmal einen Facehugger. Moment. Und das ist dasselbe von vorns, aber halt noch ein zweiter Typ. Und man sieht auch, die Form ist ja auch ganz anders. Ja, das ist so nach vorn gezogen alles. Ein sehr interessantes neues Design. So, und hier ist auch ganz interessant. Da war ich mir nicht ganz sicher, wer das ist. Aber wenn man hier so schaut, man könnte kurz denken, dass das dieser neue Synthet ist. Aber wenn man eine Weile hinschaut, erkennt man, dass es nicht ist. Und in der Szene würde ich sagen, steht der Ausbruch von einem normalen Alien kurz bevor. Es könnte ja sein, dass das Alien ist, was wir gerade eben gesehen haben. Und dass das ja noch ein vergangenes Bild ist. Weil, wie gesagt, von dem Zusammenschneiden des Trailers weiß man ja eben nicht immer, was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist. Das kann man sich dann nur theorisieren und darum ist es ja auch ein Theorievideo. Und die Gedanken dazu. So, das kennen wir auch schon aus einem älteren Trailer. Hier kommen jetzt die Waffen. Und ich denke mal, das ist hier schon die finale Phase im Hauptfilm. Und vor allen Dingen hier noch ein wichtiges Detail. Hier auf dem Bildschirm sieht man, jetzt habe ich's. Walter heißt er. Na, endlich. Ja, Walter und David. Ja, genau. Und sehen wir hier nämlich Walter sitzen. Er hat ja die dunklen Haare. Gut, wir wissen ja nicht, wie David jetzt zwischenzeitlich aussieht. Aber gehen wir davon aus, er hat noch die blonden, mittellangen Haare. Und hier Walter mit seinen kurzen, dass er wieder am Steuerpult sitzt. Und wahrscheinlich irgendwelche Instruktionen durchgibt. So, Tür abgeschlossen. Where is it? Ja, es ist immer dort, wo du es nicht kommen siehst. Okay. Nächste Tür zu. Ja, und das ist noch eine Szene vom letzten Trailer, vom Anfang, wo sie eingeschlossen bleibt mit dem neuen Alien. Weil sie, genau sie hier,
bringt ja, in einem vorigen Bild haben wir es ja gesehen, bringt ihn, wo er dann infiziert wurde, mit in diese Station hier rein. Und die, die sie dann einsperrt, sieht man auch in einem anderen, älteren Trailer, lässt dann die Tür aber zu, weil sie sieht, es wird so eine Gefahr und besser einopfern als die ganze Crew. Und ja, dann bleibt sie hier drin und ihr Schicksal ist ungewiss. So, und hier ist schon die neue Variante. Das Alien eben immer mit einem Lächeln im Gesicht. Ja. Immer fröhlich, lächelnd und absolut tödlich. So, hier ist nochmal ein richtig cooles Bild. Nur für euch eingefangen. Ich sage ja lächelnd bis zum Ende. Was ich aber hier cool finde, ist, dass es eben ja ein gutes Bewegungsverhalten hat und dass man hier die Zähne, das hat noch eine sehr menschliche Optik, ja, und auch nicht dieses so dieses diese Metalloptik von den Zähnen. Das sieht noch relativ zwar so ein bisschen ja so tot zombiehaft mäßig aus, ja, wie auf dem Plakat, wo drauf steht Run, ja, aber das hat noch so dieses noch so diesen menschlichen Aspekt. Ja, weil sonst kennen wir die Aliens immer nur so wirklich als Bestien. Und nicht so dieses Menschliche fehlt dann eben. Weil ich würde gern wirklich mal sehen in dem Film, dass man sieht, vom Mensch mit der schwarzen Flüssigkeit direkt zum Alien, wie sich so diese Verwandlung so darstellt, dass man das sieht. Ja, wie dann diese Atmungsorgane aus dem Rücken rauswachsen und der Kopf länger wird, dass man das alles so, weil so einen ganzen Ablauf im Film mal wirklich komplett sehen soll. Das wäre mal richtig cool. Nun ja. Alien Covenant. Ja, wir werden mal sehen, wie der Covenant, wie der Pakt, was ja der Covenant ist, aussieht. Und wie das dann alles zusammenhängt. Und hier könnte ich mir vorstellen, dass es auch so ein RAM-Angriff wird, wie im ersten Teil. So sieht es irgendwie zumindest aus. Und man ist auf jeden Fall hier rausgekommen. Unten rechts kann man sehen, das sind diese Pfeilverbindungen, die man auf dem Video gesehen hat, wo ich gesagt habe, das sieht so ein bisschen aus wie eine Stadt. Und ja, dass man hier oben rausgekommen ist. Und auf dem Bild, ich habe es vorher auch nicht gleich wahrgenommen, weil ich so auf sie geschaut habe, dass man hier unten das Alien schon sieht. Ja, hier an der Düse. Jetzt sieht man es noch ein bisschen besser. So. Sie schwingt hier rüber. Na, nochmal kurz zurückgehen. Ja, hier sieht man es nochmal ganz gut. Und das hat ein Alien noch nie gemacht. Also alles, was ich mal mit Alien gesehen habe. Ich empfinde auch, dass das Alien das macht, mit dem Kopf durch die Wand oder durch die Glasscheibe eher. Die sind ja schon so sehr, sehr intelligent, aber dass es so eine Verhaltensweise an den Tag legt. Ja, das machen ja dann manche Menschen auch. Die schlagen dann so die Scheiben ein und dieses Verhalten spiegelt sich direkt hier wieder und das finde ich auch sehr cool gemacht. Und vor allen Dingen hier, das Aussehen ganz, ganz anders, also so von der Hautstruktur, man sieht hier eben nicht dieses Metallische. Ja, sonst hat man ja immer so diese Knochenstreben oder diese Metallstreben gesehen. Und selbst die Hände, die Finger, das ist alles noch mit Haut überzogen. Mega cool. Ja, und die Fingernägel sind auch, oder diese Krallen, diese waren das sonst immer so metallisch, die sind alle so überzogen. Und hier eine ganz entscheidende Szene, oder Bild in dem Sinne. Es hat ja immer so diese Konstrukteur-Optik, ja. Und was hier ganz interessant ist, hier, wenn man sich hier die Füße anschaut,
hier bei der Achillessehne, dazwischen ist nichts, das ist Luft, ja. Hier, man sieht die Muskelstränge, sehr, sehr cooles Design. Hier vom Gesicht jetzt nochmal, also sind schon sehr menschliche Züge. Dann sieht man noch so diese Augbereiche, ja, Augenbereiche, sieht richtig cool aus. Und was hier sehr, sehr interessant ist, im ersten Teil, also Prometheus sozusagen, gab es ja Firefield, der vor dem Schiff so zusammengefaltet war. Ja, durch die schwarze Flüssigkeit. Und na, war ja auch so, ja, in so einer Stellung, wie man es jetzt hier auf dem Bild sieht, so zusammengefaltet. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Film das so gehabt hätte, dass Firefield sich wirklich weiterentwickelt hätte bis zu diesem Wesen hier, ja, bis zu dieser Variante, könnte ich mir vorstellen, dass er auch so ausgesehen hätte. Ähnlich natürlich. Man sieht aber, dass diese, ja, wie soll man sagen, diese Froschhaltung, diese Froschstellung, dass man gleich 5 Meter nach vorne schießt wie so ein Blitz und seinen Gegner tötet, dass, ja, dass das eben so aussieht. Und genauso war er ja auch so zusammen, ja, gefaltet, vielleicht noch mehr komprimierter, weil er war ja auch kleiner. Die Kreatur muss ja 3,40 Meter, 3,70 Meter groß sein, so in dem Dreh. Von dem Bild könnte ich mir das vorstellen. Und ja, das ist auf jeden Fall genetisch gesehen eine Verbindung, weil die Haltung, die Stellung ist sehr, sehr ähnlich. Und ja, also kreaturmäßig sieht das wirklich super aus. Ist auf jeden Fall ein anderer Typus. Ja, hier sieht man keine Metallstränge. Man sieht praktisch Muskelfasern. Sehr, sehr cool. Immer mit einem Lächeln. 19. Mai. Wow. Okay, und zum Abschluss schauen wir uns das Ganze nochmal ganz entspannt an. Ich melde mich dann auch nochmal. Viel Spaß. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. What happened here?
Ja, das war der neueste offizielle Trailer HD von Alien Covenant 20th Century Fox. Und ja, ich bin auch mal gespannt, was den Kopf betrifft, den wir dann in der Opferkammer entdeckt haben, im ersten Teil. Und ja, könnte alles Mögliche sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das David sein kann. Ja, vielleicht von einer anderen Zeitebene wieder. Man muss mal schauen, wie das verbunden ist. Dass das eben David ist und er sich eben, ja, da maschinell betätigt hat. Wäre auch möglich. Und von Prometheus gesehen, am Ende dann, der Konstrukteur ist schon sehr groß, aber aus dem 1979er Film Alien ist er noch zu klein. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ich finde halt, dass es vielleicht möglich am Ende doch drei Fraktionen gab, ja. Die sich dann immer so geopfert haben, die sich für die Weiterentwicklung und die Verteilung im Universum sozusagen engagiert haben. Und die anderen, die sich dann mit der schwarzen Flüssigkeit verbunden haben und dann eben diese, ja, biomechanische Rüstung haben, um sich mit ihren Gerätschaften zu verbinden, zu kommunizieren. Die zweiten. Und die dritte war eben, ja, der große Space Jockey, weil der ist ja um ein Vielfaches größer als der normale Konstrukteur. Und ja, das ist dann wahrscheinlich der echte Gott, der dann wahrscheinlich die anderen erschaffen hat. Erstmal nur eine und die sich dann gesplittet haben. Ja, das dazu, um die Theorie mal abzuschließen. Ich freue mich, wie gesagt, sehr drauf auf den Film und ja, vielleicht gibt es vorher erneutes Video nochmal, das letzte dann, weil ich denke mal, ein, zwei was wird vielleicht noch kommen. Und dann zum Film gebe ich gerne nochmal Fazit und ja, wie gesagt, schreibt mal rein, ob ihr auch gehen wolltet, wie eure Theorien dazu sind, was ich genannt habe, was ich erzählt habe oder was ich vielleicht vergessen habe, was ihr nochmal aufmerksam machen wollt. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf. Dann macht's gut. Das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao!